1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die bauen wir jetzt einfach hinten dran. Ist vielleicht auch eine dumme Idee, wo. So, und jetzt ich würde jetzt erstmal hier oben auf dem Slot die Kohle machen. Oder würde das mehr Sinn machen, da. Na gut, ist ja erstmal egal, ne, wie wir es machen. Wir können es ja trotzdem erstmal hier anbinden. Das ist schon mal dann irgendwie ein Eingang. Geht es auch überall rein? Ja. Och, ich binde die Kohle da jetzt einfach an hier und fertig. Andere Kohle. Ah, es ist vielleicht dumm, das so zu machen. Vielleicht müsste man erst mal hier noch so eine. Obwohl, ist wahrscheinlich auch egal, ne? Ob ich es jetzt so oder so mache. So, die Kohle läuft. Das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis sich überall verteilt. Können wir natürlich auch mal hier den Input nochmal gucken. Und hier mal das Förderband drehen. So, und dann jetzt muss ich die Kupferbarren, die könnten ja dann. Ja, warte mal, ich hab's doch. Ja, wie leite ich jetzt die Kupferbarren hier alle um? Und wir machen erstmal den Output. Speicherung. Kurz mal beschleunigen, ja. Ah, ne, hier kommt genug Kohle nach. Sehr gut. Achso, es fehlt natürlich noch der 15. Na gut, da kann man einfach mal von hier eben stehen lassen, dass es passt. So, das Kupfer. Genau, ist erstmal alles voll. Mit Kohle. Der Output, den machen wir dann mal in die Richtung. Ich glaube, das ist auch wieder so eine das muss ich glaube ich noch ins. Noch mit ein bisschen mehr Luft bauen, weil das ist ja so eine Sache, wo das dann sich dann so sinnlos da wieder verbindet. Den Output hier, den lenke ich hier rüber. Brücke drüber. Hier genauso.
Und dann die Kupferbarren, also die Barren, die machen wir von der anderen Seite, aber genauso dann. Oh, Fahrzeug 112, kein Geld eingebracht. Sind immer noch so überfüllt. Oh, tatsächlich. Wie viel soll ich denn hier noch wegnehmen? Nochmal zwei. Funktioniert das hier hinten mit dem. Dem Eisenerz. Ja, der hat genug. Ob da noch, ein zweiter Platz findet. Gut, könnte man ja mal provozieren. Ob das funktioniert, sonst müsste man den Zug dann vielleicht auch noch mal ein bisschen verlängern. So, war jetzt unsere Großbaustelle. Hier fällt echt so eine kleine Minimap hier bei dem Spiel, wo man mal so eine Übersicht hat. Und dann klickt man irgendwo rein und dann ist man an der Stelle, wo man hin will. Ach, hier unten war es. So, machen wir jetzt von hier hinten einen Weg rüber. Der einfach hier ins Lager führt. So, hätten wir den Teil fertig. Oh, was ist hier mit der Kohle los? Achso, verkehrt rum. Jetzt passt das. So. Macht das jetzt Sinn, erstmal den Stahltransport hier rumzulegen? Oder sage ich jetzt einfach, jetzt ist mal kurz. Warte mal, ich kann das halt erstmal vorbereiten, natürlich. Oder ich gucke mal, ob das da zwei lang werden kann. Ja, doch, das geht. Umdrehen. Scheinfeld akzeptiert jetzt mehr Kohle. Okay. Ja, das Förderband, das geht natürlich immer in die Richtung, in die man gerade baut. Das sollte natürlich jedem klar sein. Ja, das ist auch wieder falsch. Das ist ja überall so. Was habe ich denn hier für einen Käse gebaut? Hier endet das wieder, ne? Wenn man das so macht. Also das ist ein bisschen nicht ganz logisch teilweise. Gab ja jetzt auch wieder hier heute, was ist das? Ludwigshafen, BASF. Ein Unfall mit, ja, leider einem Toten und Verletzten. War das Ludwigshafen? Ich glaube schon, das ist dieses große BASF-Werk. Oder liege ich da jetzt falsch? Ich will jetzt nichts Falsches. Ah ja, genau.
Ach ja, genau, Ludwigshafen, BASF. Oder? Hä, Moment. Schempark Lever. Ah, nee, sorry. Ich ziehe alles zurück, BASF, in Ludwigshafen. Es passierte in Leverkusen, in der Schempark-Anlage. Ein Toter. Schempark von Kurenta. Ein Toter. Eieiei. Uiuiui, hoffentlich findet man da die Ursache raus, dass man es abstellen kann, dass es nicht nochmal passiert. Weil irgendwie man kennt halt das große BASF-Werk da in Ludwigshafen. Ist das Ludwigshafen dort bei Mannheim? Ich weiß es immer nicht. BASF. Ludwigshafen, ja genau. Gibt auch hier in Schwarzheide in Brandenburg, Südbrandenburg, jetzt auch ein großes Chemiewerk. Und irgendwie kennt man immer nur so das, ne? Wenn man sagt Chemiewerk, da kommt dann immer nur das in den Sinn. Aber es natürlich noch x andere gibt. So, ich mache jetzt mal hier Schluss mit den drei Dingern hier. Und dann können wir die hier anbinden. Schreier. Mal alles abreißen hier. Dass wir auch die Anbindung ordentlich hinkriegen. So.